Hallo, Halliha. Ja, irgendwie versuche ich immer, das anders anzufangen, das Let's Play, und lande immer bei Halli, Hallo, Hallo, irgendwie so. Ja, es ist wieder eine Woche um und wir laden wieder was hoch. Oder ich nehme wieder was auf. Oder wenn ihr es guckt, habe ich das schon aufgenommen. Ja, das ist der Plan. Ich baue wieder was. Und bin irgendwie ein Stück weit verwirrt. Ich weiß nicht warum, aber nee. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß, die letzte Folge war ein bisschen hell, ein bisschen sehr hell. Ich hatte irgendwie vergessen, dass ich in-game alles schon ein bisschen heller gestellt habe. Und ja, deswegen ist das Spiel so hell. Ja. Genau. Ich habe jetzt einen Plan, wie ich hier weiterbaue. Den. Ja, den habe ich euch, glaube ich, letztens schon verraten. Und zwar ist mein Plan jetzt quasi in diesen Berg hinein mit vielen Verbindungen Häuser zu bauen. Und, ja. Also, wir haben diesen Berg mit dem Haus drauf und dann drumherum ganz viele andere Häuser noch. Und dann dazu noch dieses Dorf und die Festung. Und dann werden wir anfangen, irgendwann mal einen Wall drumherum zu ziehen. Und gucken, ob wir noch ein paar Sachen finden, die wir hier verwenden können. Weil ich merke nämlich, wir haben doch ein bisschen Mangel an Rohstoffen. Wieder einmal. Miau, miau. Weil ich habe überlegt, ein so ein Gebäude, wo alles drin ist, das ist langweilig. Ein ganzes Dorf, wo ich dann hin und her rennen muss, ist auch wieder öde. Deswegen wird es da halt viele Verbindungen zwischen den Häusern geben. Meistens dann wahrscheinlich im. Hab ich den Namen vergessen. Im Keller. So. Ha. Ja, heute ist irgendwie mein verpeilter Tag. Und Holz brauchen wir. Das ist jetzt so das Wichtigste eigentlich. Wir brauchen Holz. Nicht gerade wenig, wie man sich vorstellen kann. Aber erstmal werden wir diese normalen Bäume niedermachen, denn wir brauchen erstmal nur zum Arbeiten Holz. Also um neue Spitzhacken zu bauen etc. Und dafür möchte ich nicht so gerne das gute Holz zerlegen. Dazu lege ich lieber das hier. Ja, ist in Ordnung. Genau. Irgendwie bin ich heute verpeilt, aber richtig. Ich habe vorhin noch ein bisschen Metro aufgenommen. Ja, meine Übung ist jetzt wirklich gänzlich vorbei. Also die ist jetzt vorbei, vorbei. War ja nochmal einmal ein bisschen früher. Und nach dem kurzen Schnitt geht es auch sofort weiter. Es hat kurz an der Tür geklopft. Und ja, jetzt bauen wir weiter das Holz ab, damit wir nicht in die Höhle da reinfallen. Das ist natürlich eine Todesfalle, ne? Mal gucken. Oha. Ja. Erstmal muss ich wieder alles aufbauen. Jetzt klingelt das Telefon. Ein Moment. Unterbrechungen über Unterbrechungen. Hey, wir haben einen Schlund gefunden. Also. Hui. Ah, ich drücke mal die falsche Taste. Vergesst mal, dass man hier umschalten drücken muss, damit man kriecht oder in der Hocke ist. Oh, dann renne ich einfach hier runter. Ich sehe es jetzt schon. Aber ich glaube, da waren wir schon mal. Da, man sieht's. Ah. Jetzt ist natürlich die Frage, da hinten sind noch mehr Bäume. Vielleicht haben wir da drüben auch noch Werkzeug. Das wäre natürlich richtig klasse. Und ich sage mal so, die Bäume sollen hier sowieso nicht stehen, also holzen wir sie einfach weg. Weg mit dem Dreck. Obwohl sie natürlich gute Rohstofflieferanten sind. Dann sollten wir jetzt wieder genug Holz haben, um Eisen hacken und
was man halt alles so für einen Häuserbau braucht. Für unser kleines Dorf. Apropos Dorf, ich habe mir gestern für meine, also eigentlich weniger für mich, sondern eher für meine bessere Hälfte, habe ich die Sims 3 geholt und das suchten wir jetzt. Also wir haben jetzt schon fleißig Charaktere erstellt. Ja, cool. Und spielen das jetzt gerade ganz ausgiebig. Und ja. Erstmal richtig reinfinden in dieses Spiel. Ist ja komplex bis zum es geht nicht mehr. Ich weiß, Let's Playen wollen das die Leute nicht oder als Let's Play, weil so spannend ist es dann doch nicht. Aber ich wollte mal gesagt haben, dass ich das mir jetzt geholt habe. Also uns, besser gesagt. Hops, 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 hops. So. So. Ja, wir entfernen uns ein bisschen von unserem Häuschen. In der Hoffnung. Noch mehr. Oh, da hinten sind ja noch andere Bäume. Die habe ich ja ganz vergessen, die Bäume. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zum Bauernhof. Machen uns. Ja, die Vögel zwitschern wieder im Hintergrund, nicht wundern. Und dann gehen wir nach da hinten und holen uns die ganzen Tannen da runter. Die Bäume da hinten ja nicht. Bevor die irgendeinem Waldbrand oder so zum Opfer fallen. Das ist natürlich super klasse, wenn man jetzt. Oh, hammergeil. Hammer, hammergeil. Ja, unser Versuch oder mein Versuch, um was zu bauen. Und die Kühe sind noch da. Juhu. Oha. So, was haben wir hier? Oh, Kohle ohne Ende. Mensch. Oh, das ist gut. Die Musik gleich richtig dramatisch. Rohes Fleisch ist klasse. Brauchen wir noch irgendwas? Ein Eimer? Nehmen wir einfach mal mit. Pfeile. Ja, da können wir dann endlich mal wieder. So. Noch irgendetwas? Schwarz. Leder. Naja, wir wollen ja Bücher machen. Da brauchen wir natürlich die Leder. Irgendwas Lederzeug für. Das wäre es erstmal. Und jetzt machen wir nur noch eins. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Nein. Wir machen uns jetzt. Zack. Wir machen uns jetzt. Ah, wir können ein paar Sachen abwerfen. Das Schießpulver, das packen wir mal mit hier hin. Das packen wir auch noch hier. Den Sand brauche ich erst später irgendwann wieder. Das Buch nehmen wir mit. Die Eier brauchen wir auch gerade nicht. Rohes Fleisch, rohes Fleisch. Ja, wir machen uns erstmal eine Spitzhacke. Und zwar so. Zack. Eine Spitzhacke? Warum eigentlich eine Spitzhacke? Warum keine Axt? Gute Frage eigentlich. Und das Holz. Nein, das lassen wir erstmal so, weil ich sehe jetzt schon, das wäre eine dumme Idee, aber wir könnten das Bett mitnehmen. Zack. Weil hier werden wir kein Bett mehr brauchen, weil es kein so groß ist. Die Hühner. Na ihr? Hey, das ist doch unsere Jupp-Eissäule. Und unsere Schafe. Mensch. Klasse, dass das alles noch da ist. Hops, sie hops, sie hops. Wir werden ja auch dann einen Bauernhof und ähnliche Sachen noch aufbauen, wenn wir wieder in unserem richtigen Dorf sind. Hinten. Weil wir hier mit unserer Mission Finde Holz fertig sind. Und da wird dann irgendwann mal auch, ja, werden sowas wie Bauernhöfe und so entstehen. Teilweise unterirdisch. Ich weiß, es ist super realistisch mit unterirdischen Bauernhöfen, aber. Das muss es auch geben. Ja, verdammt. Mal. Was mach ich denn da? So. Ich habe übrigens The Force Unleashed. Unleashed? Unleashed? Wie heißt denn das? Star Wars hier mit dem Sith-Schüler. The Force Unleashed. Ich glaube, so heißt das, oder? Ich bin jetzt nicht sicher. Oh, wir haben sogar Samplings. Das ist gut.
Das habe ich ja bei mir rumliegen, hatte ich erzählt, und das habe ich gestern mal einfach mal angespielt, um zu gucken, wie das jetzt mit den, wie sich das verträgt mit dem Rechner und so, und ob alles gut ist und alles ruckelfrei und ja, alles ruckelfrei. Also, wenn ihr mal so ein bisschen Lust auf ein bisschen Laserschwert-Action habt, ich wäre dann auch bereit, erst den ersten Teil und dann gleich den zweiten Teil noch nachzuholen. Dann müsst ihr das einfach mal bloß melden. Ich bin halt so ein bisschen Star Wars-Fan. Am Anfang war ich ein bisschen, also ich habe jetzt nicht die Story gespielt, sondern da gibt es so eine Nebenmission, so, wo man einfach mal ein bisschen ja, ausprobieren kann. Und, und jetzt habe ich jetzt den, hab ich den Faden verloren. Ah ja, genau. Ich habe eine Nebenmission gespielt. Und ich fand die Steuerung am Anfang ein bisschen umständlich und dachte mir so, also wenn ich mich so an Jedi Knights, wie hieß es? Old Republic war es nicht. Das war das Rollenspiel quasi. Dieses andere, wo man Academy, genau, Jedi Knight Academy. Wenn man sich daran erinnert, da war die Steuerung eigentlich recht cool. Und am Anfang dachte ich mir, Mensch, die Steuerung ist ja schlechter als da. Ja, das Spiel ist jetzt auch schon etwas älter, da war ich noch ein kleines Kind. Da war Jedi Knight Academy, ich glaube Teil 2 sogar draußen. Und damals war die Steuerung echt Bombe. Ja. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um mich bei diesem Star Wars Teil so ein bisschen reinzuleben. Aber mittlerweile, doch, ja. Wenn man halt weiß, dann, wie es funktioniert, dann funktioniert es auch. Ups. Also wie gesagt, Laserschwert-Action können wir auch bieten. Sie bestellen, wir liefern. Laserschwert-Action. So. Warum sammelst du den nicht auf? Hey. Nein. Und es wird dunkel. Das ist aber kein Problem für uns. Wir haben jetzt so viele Samplings eingesammelt. Damit können wir schon wieder einen halben Wald anpflanzen. Nee, ist aber ohne Witz. Das ist voll viel. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück in, ins Häuschen. Und dann. Oh, warte mal, wir könnten doch eine provisorische Hütte hier hinten aufbauen, oder? Das können wir mal machen. Da stört uns ja im Augenblick keiner. Und dann machen wir einfach mal hier kurz so eine Hütte hin. Was haben wir? Was haben wir? Wir haben Stein. Ja, eine ganze Menge Stein haben wir auch. Hops, hops, hops. Hops, hops. Na ja, das geht auch. Machen wir so einen kleinen Tower dahin. So einen kleinen Bunker. Bunker. So, zack. Ja, wir haben jetzt leider keine Tür dabei. Shit happens. So, zack. So. Oh, jetzt kann ich doch die Bäume schlagen. Hey, das ist cool. Mal, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen dunkel auch für euch. So. Ja. Und das Gute ist, wir können jetzt einfach mal ein bisschen Holz verprassen, denn wir haben genug. Ah, das. Nehmen wir mal hiervon und. Oha. Massig. Das, dann machen wir das dahin. Den Fichtenholztower. Und Fackeln haben wir auch noch. Hier und hier. Und dann setzen wir da eine hin und da. Und ich weiß jetzt nicht, wo habe ich die Tür hingesetzt. Die Tür kommt da. Das heißt, ich kann das hier wegmachen. Hops.
Ah! So. 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 Und dann. Ach, machen das mal wieder ganz. So, so. Dann. Ja, das machen wir so. Das dahin. So. Dann machen wir uns eine schöne Fichtenholztür. Was natürlich eine ganz normale Tür ist, weil da differenziert irgendwie Minecraft nicht wirklich. Das einzig Doofe ist, dass die Zombies rein können. Weil die können ja die Tür aufklappen. Also 100% sicher sind wir hier drin auch nicht. So, jetzt stellen wir unser Bettchen hier hin. Ein bisschen wohnlich möchte ich es ja doch haben. Und den Ofen, das lasse ich mir auch nicht nehmen, den stelle ich mir auch noch hin, weil wir haben ja noch ungebratenes Fleisch, das muss ja noch. So. Da können wir gleich mal unser Fleisch reinschmeißen. Zack. Und dann hauen wir mal einfach. Machen wir mal 10. So, passt. Ja, und dann würde ich sagen, bis gleich. Oh, die Nacht war ja viel zu kurz. Aber ich bin gerade wirklich erst wach geworden, deswegen, ich kann jetzt voll mit dem Charakter mitleiden. Also, ne? So, das brauchen wir gerade auch nicht. So. Holz, 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 Holz. Boah, heute sind die richtig aktiv, ja. Da redet man und die reden voll mit. Noch wurde nichts gesagt, von wegen, oh, die nerven oder so, deswegen lasse ich die einfach mal. Aber wenn es heißt, wenn es irgendwann heißen sollte, nee, die sind nervig, dann rede ich nochmal mit den Vögeln. Unter vier Augen. Nee, wenn wir schon was finden, dann. Keine Ahnung. Setze ich mir in einen anderen Raum oder so. Gibt ja hier genug Räume. So. Das. Weil das richtig schlau ist, wenn man jetzt natürlich auch das Holz hier verarbeitet, zu Holzplanken, anstatt irgendwie anderes Holz. Dumm wie ich bin. Weil das hier brauche ich ja für den Häuserbau. Aber, ja. Das fällt mir natürlich dann ganz spät ein. Und naja. Eigentlich braucht man sich nicht darüber ärgern, denn wir haben ja so viele Samplings jetzt gesammelt, dass mir das eigentlich egal sein kann. Dann mache ich halt neues Holz. Also, fand sich halt neue an. So dunkel finde ich das Holz gar nicht mehr. Irgendwie, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann muss ich immer kurz überlegen, ist es jetzt Fichte oder ist es jetzt Eiche oder nee, Eiche nicht, aber ist es jetzt eine Tanne? Weil hier ist ja, das ist doch Tannenholz, oder? Was steht da? Fichtenholz. Genau, was war das nochmal? Eichenholz. Ja, meine ich doch. Mäh. Was? Ja, also unser Haus oder unser kleines Dorf wird richtig klasse. Und ich werde mir sicherlich hier und da beim Aufbau helfen lassen. Hatte ich ja schon mal gesagt. Da werde ich irgendwie das alles mal auf den Server ziehen, den Speicherstand, und dann hacke ich da mit anderen Leuten drauf rum. Quasi. Vielleicht mit Hock oder so. Ich muss mal fragen. Oder Toffer. Der Toffer ist eigentlich so der akribischste und ja. Also, ja, den nennt man das. Ja, er ist ja schon akribisch, wenn es darum geht, irgendwas gut zu bauen, dass es auch gut aussieht. Und da ist er echt der Richtige für.
Außerdem hat er immer gute Ideen. Also eigentlich könnte ich den wirklich fragen. Wenn es übrigens Pling oder Plong oder keine Ahnung was macht und es ist nicht die Hacke, die gerade zerspringt, dann kann es sein, dass mich gerade der Toffer anschreibt, weil den habe ich einfach mal angeschrieben und jetzt habe ich mein Skype einfach mal so gelassen, dass man mich halt sieht, dass ich da bin und vielleicht antwortet er ja. Toffer, falls du das siehst, habe ich angeschrieben, antworte wie... Hoffentlich antwortest du mir, wenn ich irgendwie heute noch und nicht erst bam, irgendwann. Sonst passiert mit dir dasselbe wie mit dem Hühnchen. Das heißt natürlich keine Drohung oder so. Aber ja. Wir brauchen unbedingt ein Dorf, Mensch. Kann doch nicht sein, dass hier keine Dörfer sind. Boah, hier sind so viele Fichten, so große Fichtenwälder. Das ist klasse. Oha, mit Anlauf dem Schaf mit der Axt ins Gesicht. Gecharged. Und wer von euch hat jetzt schon sich Guild Wars 2 geholt? Ich glaube, ich habe ja erzählt, dass der Riddick, der ja auch jetzt schon ein oder zweimal im Video zu hören war, weil ich einfach mal stumpf angerufen habe, mit einer Aufnahme. Der hat sich das geholt und der ist jetzt schon auf Max-Level und ich bin jetzt vorgestern, habe ich mir das mal angeguckt und ich muss sagen, die Grafik ist wirklich nicht schlecht. Also die Grafik ist schick. Das fand ich schon damals ganz schön, im ersten Teil von Guild Wars. Ich habe auch, bevor ich WoW gespielt habe, ja, das habe ich auch schon getan, habe ich Guild Wars gespielt und bin darüber quasi auf diese Multiplayer-Online-Rollenspiel-Sachen gekommen. Und ja, ich muss sagen, das ist schon wieder echt verlockend, aber ich werde sowas nicht mehr spielen, einfach zeitbedingt und vernunftbedingt, weil ja, das ist keine Zeit. Und sicherlich wäre es mal wieder ganz lustig, auch wieder mit Leuten, die man noch nicht kennt, sondern erst dann kennenlernt, zusammen zu spielen. Und es wäre wahrscheinlich auch für euch interessant, einfach mal so ein Let's Play darüber zu sehen. Also ich hoffe, dass es interessant ist. Oder, ja, ich weiß nicht, ne? Ob man sowas da überhaupt machen kann. Also können bestimmt, aber ob das dann auch interessant ist. Ich stelle mir irgendwie gerade den Titel von einer Folge vor, 2 Stunden lang die Hörner eines ausgewachsenen, aggressiven Eichhörnchens sammeln. Ja, ich kenne das ja, dieses Farmen und so. Deswegen, das wäre wahrscheinlich weniger spannend. Deswegen, Und es gibt auch einfach Spiele, wo man sich so sagt, das sollte jeder für sich einfach mal, also, weiß ich nicht, das sollte man selber gucken, dass man es spielt. Und nicht, was? EP-Punkte? Und dann nicht sich anschauen, wie man spielt. Wenn das so storybasiert ist oder so ein Spiel, wo man aufbaut, okay, aber rumrennen und farmen, das sollte man, glaube ich, eher selber machen. So, jetzt gehe ich aber zurück. Oder? Ja. Ich hole mein Fleisch und dann geht's ab nach Hause. So, knack macht's. Okay. Dann mache ich dann nachher noch eine Leiter hin, irgendwann mal. Wenn wir überhaupt wiederkommen. Ist hier noch irgendwo was? Nö. So. Wir werden die ganze Welt, wenn wir mit Schnee überfluten oder, ja, bedecken. Ich werde dann, wenn... Wow! Wenn meine Festung fertig ist und meine Schneemann-Armee auch fertig ist, dann werden sie das ganze Land mit Schnee bedecken. Was machen die eigentlich, wenn die durchs Meer latschen, also wenn man die aufs Meer lässt? Gefriert dann da alles? Wäre mal interessant zu wissen. Ja, da war sowieso schon ein bisschen was von dem Holz rausgehauen haben. Hm,
überlege gerade. Nee, wir machen das anders. Da kommen auch so längliche Sachen hin, wie bei unseren richtigen Häusern. Das heißt schon mal, wir brauchen... Das brauchen wir hier. So. Was? Das wollte ich doch gar nicht so. Aber wollte mich ver... Da müssen wir noch ein bisschen an dem System arbeiten, finde ich. Das ist noch nicht ganz perfekt. Jetzt muss ich quasi, bin ich gezwungen, von einer Seite anzufangen, weil sonst, ja. Das ist nicht gut. Merkt ihr das, dass es so ein bisschen ruckelt? Ich frage mich, woran das liegt. Also es ruckelt ja nicht vom PC her, sondern es ist, als wenn man auf dem Server wäre, was ich ja nicht bin. Deswegen verwundert mich das so ein bisschen. Hm. Nein. Warte mal. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich das wollte, sehe ich gerade. Weil das hier sind ja längliche. Ich nehme mal die Axt, geht schneller. Zack. Nein, nicht so. So muss das sein. Nein! Ah. Und es wird schon wieder dunkel. Da könnte ich mich ja schon wieder drüber ärgern. Das Gute ist, irgendwann mal... Nein! Irgendwann... Ah. Irgendwann mal können wir auch hier im Dunkel, also bei Nacht bauen in einem unserer Häuser, weil im Dorf ist ja alles safe. Was ist denn das? Muss ich unten ansetzen? Nein, auch nicht. Was ist denn das? Ah! Jetzt. Ich hasse Minecraft. Aus den Tiefen meines Herzens. Das findet ihr bestimmt lustig, oder? Ihr komischen Blöcke hier. Der soll so bleiben. Der soll nicht so bleiben. So. Machen wir es so. Machen die nochmal weg. Das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Ey. Was ist denn das? Erklär mir mal bitte einer den Trick an der ganzen Sache. Also man braucht anscheinend wirklich den Flugmodus. Das ist irgendwie dann nicht richtig ausgereift, das System von Notch. Da bin ich ja schon wieder dabei, an die Decke zu gehen, wenn ich das sehe. So. Jetzt machen wir erstmal den Innenausbau. Schönheit kommt von innen. So. So, da
machen wir mal ein bisschen dunkleres Holz. Hops, 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 hops. Das wird ein richtig schönes Haus. Jetzt habe ich wirklich das Wort Haus gesucht. Das wird aber... Wie mache ich denn das Haus? Wird es auch metallisch? Ich glaube, das wäre nämlich keine so gute Idee, weil dann überwuchern wir diesen... Ich denke mal, wir machen das... Dass das hier... Fenster hat, aber dass die Schräge hier schon anfängt. Also wie... Ja, eine Schräge halt. Eigentlich war es gut, dass wir das Holz so abgefarmt haben. Und dann verarbeitet haben, was ich erst gar nicht wollte. Wir müssen uns jetzt was ganz Neues für den Giebel ausdenken. Also ich kann ja mal ungefähr erklären, was ich machen möchte. Und zwar will ich die... die eine Seite wird ganz normal. Ganz normal hoch und alles schick. Und hier... Hier fängt ja dann die Schräge an. Und da muss das eingearbeitet werden, das Fenster quasi. In diese Schräge. Oder wir lassen bei der Schräge das Fenster weg. Das können wir auch eventuell... Das muss ich mir mal noch überlegen. Ah, los. So. So, und dann machen wir hier auch erstmal Fackeln hin. So, also diese Fenster hier, die werden normal. Diese hier, da kommt die Schräge rein. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das da gemacht habe. Das heißt, ich müsste... dann schon da mit dem Dach anfangen. Hier. Und zwar... Autsch. Ich muss also erstmal das hier alles wegmachen. So. Oh, es funktioniert gerade mal. So. Ja, wir müssen... Das kommt weg. Weil hier kommt nämlich gleich Stein hin. Auch wenn es dann erstmal auf den ersten Blick komisch aussieht. Ich hoffe, dass es nicht zu... Dass es nicht doof aussieht, sondern einfach nur... komisch. Weil wenn ich das so mache wie da oben, dann... Ich kann es mir mal anschauen... Hops, hops, hops. Dann kommt da ja direkt übers, also fast direkt übers Fenster, kommen dann diese Steindinger hin. Gut, aber das Haus ist ja auch aus anderem Material gebaut. Autsch. Wie habe ich denn das da gemacht? Ja, da habe ich es auch so gemacht. Gut, da müssen wir ja sowieso die Steine noch anpassen. Also dieses Cobblestone-Gedöns kommt ja noch weg, wisst ihr ja. Und dann... 1, 2, 3, ja. Warum zähle ich eigentlich mit? Brauche ich gar nicht hier. So. Da sieht man natürlich das noch, aber das ist halt so. Und dann kommen... Davor dann die... jetzt habe ich natürlich hier keinen... Machen wir mal so. Mal hier. Ja, davor kommt dann... die Stufe. So. Die Stufe. Zack. Los, Armin, sammeln, einsammeln. Also ich hoffe, dass es gut aussieht.
So. Ist doch da auch so, oder? Ja. So. Und natürlich muss das auch ein Stück noch rausstehen, wie bei den anderen Häusern auch. So. Aber, und dann kommt, jetzt müssen wir mal schauen. Ich vergesse immer so eine Kleinigkeiten, deswegen gucke ich mir das nochmal an. Und dann kommt nochmal das, was raussteht, ein Stück. Okay. Wie haben wir das hier? Da war es auch so gemacht. Okay. Haben wir die Monster ausgeschaltet? Ach so, deswegen. Und ich wundere mich, warum kommen keine Viecher? meine bessere Hälfte spielt ja auch. Und die hat das anscheinend noch so auf friedlich gelassen. Gut, das ist nicht schlimm. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ich habe bloß das vergessen. Und ich wundere mich, warum kommen mir keine Monster? Warum hat noch keiner versucht, uns umzubringen? Wir haben gerade auf friedlich gespielt. Das ist die einfache Erklärung dafür. So. Zack. Zack. Das wird man, glaube ich, da gar nicht merken, dass hier was ist. Also das, na, das wird nicht stören. Weil dann sind hier so die Fenster eingearbeitet. Und das hier kommt ja weg. Und das kommt weg. Ja. Und jetzt arbeiten wir quasi wie so ein... Ja. Wir arbeiten halt die Treppen hier mit ein. Das da könnte man schon ja wegnehmen. Wait. Das hat da. So, wir schauen mal. Ich hoffe mal, dass das gut aussieht. Warte mal. Dann machen wir das so. Jetzt lasst mich mal ganz kurz überlegen. Machen wir das jetzt so? Ja. Ich denke mal. So. Nein. Haben wir keinen Stein mehr? Bitter. Sehr bitter. Und dann kann man ja hier so weitermachen. Aber vielleicht sollte man mit einem anderen Material arbeiten. Ich mach das mal ganz kurz hier weg. Ich will mal was ausprobieren. Und zwar könnte ich doch jetzt eigentlich die Fenster ein bisschen größer gestalten, also länglich gezogen. Allerdings... Ja, mal so. Na, ach, Hilfe. So. Ja, das wäre möglich. Und dann... Nein, das möchte ich, oder? Sieht das gut aus? Nein, das sieht nicht gut aus. Immer noch nicht. So. Dann machen wir das hier weg. Zack, zack. Und eins, zwei, da. Irgendwie muss ich ja mir was ausdenken, damit das hier einige... das Gemecker da hinten. Wieder randaliert. So. Und dann kann man mich hier... Boah, die meckern voll. So schlecht spiele ich auch wieder nicht. Ja, jetzt kann man nämlich das so machen und so. Und dann machen wir nämlich da keinen Stein hin, sondern da kommt Holz hin.
Ganz einfach. Und zwar helles Holz. Haben wir noch? Ja, haben auch noch helles Holz. Perfekt. Das machen wir mal dahin. Setzen wir das dahin, ich denke mal. Jetzt gucken wir uns das mal kurz an von der Seite. Zack. Nee, das ist nicht ganz das, was ich wollte. Wir machen das mal, machen hier mal weg. Es sind die Kleinigkeiten, die. So. So. Und so. Und jetzt mal gucken. Ja, sieht doch schon ganz anders aus. So, so und so. Wo kommst du denn her? Und so und so und so und so. Oder seht ihr, jetzt sind wir schon damit fast auf einer Ebene. Hätten wir es höher gebaut, dann wären wir sonst wo angekommen. Und jetzt, jetzt können wir nämlich noch eins höher gehen und dann machen wir nämlich das Dach oben zu. Oh, ich habe hier den übelsten Schluck auf und das ist immer beim Aufnehmen. Das ist wahrscheinlich die Angst zu versagen. Nein, ich weiß nicht, das vielleicht weil ich so viel rede, war ja normalerweise irgendwie nicht so, möchte ich immer behaupten. Also ich rede gerne und so, ja, mit den richtigen Leuten, aber sonst nicht so. Viel, jedenfalls nicht. Was? Achso, ich wollte schon sagen, was ist mit ihm passiert? Was ist da nicht ganz richtig? So. Genau, und was dann hier ist, sieht man ja eigentlich gar nicht mehr. So. Und so, wir brauchen noch mehr von diesen Eichen. Haben wir natürlich nicht. Aber das sieht doch schon mal so aus, wie ich das haben wollte. Einigermaßen auf jeden Fall. Was mich jetzt bloß noch interessieren würde. Wir haben ja, glaube ich, noch irgendwo diese halben. Da möchte ich mal was ausprobieren. Dann haben wir mich da auch wieder ein bisschen. Na. Jetzt hing er da voll an der Tür fest. Wir haben noch irgendwo da diese halben. Das sind die. Guten Tag, Katze. Noch irgendwas? Kurz mal sortieren. Nee. Und zwar, ob man die oben festmachen kann. Ja, das ist jetzt eine total tolle Beschreibung von dem, was ich tun möchte. Ich möchte die da oben befestigen. Ja, genau so. Mensch, klasse. Das erleichtert mir meine Arbeiten. Ja, keine Sorge, das geht noch in den Berg hinein, also da wird es noch weitergehen. Das Haus wird zwar nicht hoch, aber halt in den Berg hinein lang. Also quasi lang. Nur halt, weil hier die Fenster sind. So, haben wir jetzt noch Stein? Jetzt haben wir wieder Stein, genau. So. Ups.
Was? Hilfe! Du möchtest das doch gar nicht. Ja, noch ist das nicht so richtig ausgereift, habe ich das Gefühl. Also, das Spiel weiß... Also, entweder ist die Steuerung noch nicht ganz ausgereift oder ich stelle mich da noch ein bisschen doof an. Ich habe das Gefühl, als wenn Minecraft nicht ganz verstehen würde, wann ich wie was haben möchte. Vielleicht sollten sie es so machen, dass man vielleicht eine Taste gedrückt hält und dann wird der Block in meiner Hand gedreht oder so. Weiß ich noch nicht. Da bin ich noch nicht so... Weiß ich nicht. Ich habe keine Idee, wie man das am besten machen könnte. Und hier? Wie machen wir das hier? Wir machen nur so ein Halbdach, ne? Autsch, jetzt bin ich gerade voll hängen geblieben. Seit wann nehme ich überhaupt auf? Ich glaube seit 10.07 Uhr. Müsste jetzt hier knapp 43. Minute sein. Oder? Ich hatte, glaube ich, vorher schon 3 Minuten aufgenommen. Das ist, wo der Schnitt dann war, nach 3 Minuten. Ach, es ist. Ihr seht das ja gerade. Ich sehe es nicht. Vielleicht schneide ich noch irgendwas, was ich eigentlich nicht mache. Aber man weiß ja nie. So, dann mache ich das einfach mal da fest. Das sieht irgendwie besser aus. Nimm das raus. Und setze einfach mal hier ein paar Fackeln, damit es nicht ganz so dunkel ist. Wir gehen jetzt erstmal wieder Bäume anpflanzen, weil vom ständigen Gebaue wird man ganz kirre. Kirre wird mal da, kirre. So, dann setzen wir mal die Bäumchen hier rein und das raus. So, ja. Und das sollten wir vielleicht auch noch reinsetzen. Wo haben wir es? Da. Ich würde es irgendwie interessant finden, diesen Wald abzufackeln. Was haltet ihr davon? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir einfach mal eine Kopie machen sollen von der Welt und dann einfach mal den Wald abfackeln. Das. Ich bin zu solchen Schandtaten bereit. So, jetzt sollte man wieder vorsichtiger sein, weil Monster und so. Ne, die sind jetzt nicht mehr ausgeschaltet, die sind auf normal gestellt. So wie es sich gehört. Und da. Und hier setzen wir einen Baum hin. Und da kommt ein Baum hin. Ja, ich liebe es, wenn diese Bäume auf der Ecke stehen. Das sieht immer cool aus. So. 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 Dahin. Die kommentieren voll die Vögel. Und da. Und hier. Da, hier und dort, und da, hier, eventuell auch dort und dort. Ja, sieht doch mal schick aus. Ja, dich pack mal dahin. Du kommst ja nach da. Nach hier, dahin. Mensch, so viele Samplings, das ist total gefährlich. Oh, wir haben nichts zu essen. Nein, die wird uns einholen. Nein. Und ich sag nur, wir sollen vorsichtig sein. Ah. Aber wir haben ja Pfeil und Bogen, ne? Hasta la vista. Brauchen wir ja doch gar keine Angst haben. Wir haben genug Pfeile und wir haben... Ja. Pass. Wir haben genug Pfeile und wir sind mutig.
hinten war ein Skelett, ein altes, aber das wollte ich jetzt einfach mal in Ruhe lassen. So. So. Einfach mal hier ein bisschen so Amok laufen mit den Samplings. Nee, da hinsetzen wäre, glaube ich, eine schlechte Idee. Jetzt geht's eigentlich. Oh. Und der? Zack, oh. Gut. Obwohl hier keine Sonne ist, geht das. Das ist cool. Ja, dann können wir natürlich auch unseren Eingang, den wir da hinten uns geplant hatten, den können wir dann auch verwirklichen. Fällt mir gerade ein. Ist irgendwo ein Zombie. Zombie? Geh weg! Hilfe! Bam, tot. Und zwar diesen Eingang. Den hatte ich ja mal geplant. Jetzt könnte ich ihn verwirklichen. Warte mal, wir machen das mal, das Fleisch nach da. Warte, das ist ja ein bisschen mehr, das sind glaube ich 10. Das heißt, hier wäre dann die Tür. Und da so. Zack, zack, zack. Wir brauchen eh noch Steine. Dann so. Und dann. Und dann natürlich Mu. Denn das? Es ist verdammt dunkel hier. Oh, das ist schon wieder zu weit. Nein! Nein! Boah! Dieses miese Stück Holz. Ruhe bewahren. Ja. Schafft. Das alles nur, weil ich die Ruhe bewahrt habe. Und nur fast wütend geworden bin. Da! Warum macht er das? Ich will das nicht so bauen. Kann man das nicht irgendwie gedrückt halten und drehen oder so? Weil das macht die Sache irgendwie nicht leichter. Das hat Not scheiße gebaut. Auf gut Deutsch mal. Not, du bist scheiße. Deine Idee hier, die ist doof. Frag mich eigentlich, ob Notch irgendwann mal noch ein anderes Spiel rausbringt. Das wäre mal höchst interessant. So. Und jetzt eigentlich könnte man ja. Ha! Das hat geklappt, so wie es wollte. Komisch.
Dieses Spiel versucht mich einfach nur fertig zu machen. Das Spiel lacht mich aus. Nein! Zack. So. Zack. Dum, 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 dum. Hä? Zombie? Wo bist du, Zombie? Komm. Das ist mein Haus. Geh weg. Hä? Warum stirbt das immer noch? Das müsste doch jetzt da. Perfekt, jetzt haben wir auch wieder einen Knochen mehr. Oder ein bisschen mehr Knochenmehl, sagen wir es mal so. Ist es das, was ich denke, was es ist? Wenn ja, dann haben wir sogar ein bisschen Glück, auch wenn ich diese Bäume nicht mag. Ja, wir haben Glück. Die wachsen jetzt trotzdem, komischerweise. Hä? Ein Schwein? Ach so. Ja, jetzt nähern wir uns auch schon wieder unserem Ende. Wir haben jetzt das Haus fertig gemacht. Wir haben Holz gefällt, ganz viel. Und angepflanzt, ganz viel. Und ja, ganz viel angefangen. Ein gutes Zeichen. Das heißt, wird auch noch viel gemacht. Und, hey, die Bäume lassen sich jetzt so schön eng und so dicht pflanzen. Ja, unser Wald wird langsam immer größer. Und, bald haben wir das auch, glaube ich, so, wie ich das dann haben wollte. Seit wann geht denn das? Egal, wie die stehen, man kann die pflanzen. Cool. Kann auch daran liegen, dass hier einfach genug Licht ist. Ich weiß es nicht. Ja. Ich warne dich. Ja, ich werde also langsam wieder Schluss machen. Überlegt euch das, ob ihr doch irgendwie die Sims Let's Play haben wollt, obwohl ich habe schon welche gelesen. Das war vor Ewigkeiten. Die meinten bloß nicht, das ist langweilig. Ja. Metro geht natürlich weiter. Habe ich auch schon gedreht wieder, noch bevor ich dieses Let's Play hier gemacht habe. Wird richtig spannend. Boah, das wird richtig, richtig spannend. Also finde ich, dass die Story wird irgendwie immer cooler, finde ich. Also die gefällt mir immer besser. Und hier und da auch mal eine Sache, wo ich sage, naja, nicht ganz so cool, aber ja, muss ja auch mal geben, ne? Aber an sich ist die Story gut und ich habe auch schon gesehen, es gibt einen zweiten Teil, der heißt Last Light, also der kommt raus. Wenn er draußen ist, das ist dann natürlich ein absolutes Muss, dass der auch Let's Played wird. Sofern ihr das wollt. Also ich werde es auf jeden Fall spielen, Last Light. Ob ich es Let's Playen werde, ist dann die andere Sache. Na, so schlecht sieht es gar nicht aus. Ja. Ob ich es dann Let's Play werde, ist die andere Sache. Aber auf jeden Fall würde ich das halt gerne spielen. Und natürlich auch mit euch dann dieses Spielerlebnis teilen. Denn ich finde, so ein Spiel ist ja, wie ich schon mal gesagt habe, ist ja eigentlich eine Geschichte, die erzählt wird. Und es ist, finde ich, interessanter als interessanter als einen Film zu gucken. Weil beim Film guckt man einfach nur und guckt. Und beim Spiel kann man halt selber spielen und selber machen und selber entscheiden und teilweise Handlungen auch beeinflussen.
Und dann, zum Beispiel wie bei Minecraft, eine ganz eigene Geschichte schreiben. Und ich finde, man sollte auch viele historische Aspekte, sollte man vielleicht auf diese Art und Weise viel mehr, ja, viel interessanter gestalten. Also, keine Ahnung. Als Beispiel, es kam letztens im Fernsehen das Stauffenberg-Attentat, Operation Valkyrie heißt das. Und es gibt ja auch Spiele, die sich mit dem Thema befassen. Und ich bin mir sicher, dass wenn einer von euch sowas wie Sniper Elite gespielt hat, wo man ja letztendlich dann, soweit ich weiß, auch den Führer erschießt, letztendlich, bei Sniper Elite 2, glaube ich, war das, wurde mir erzählt, dann nimmt man unbewusst das Wissen so ein bisschen auf über die Geschichte. Ohne dass man das jetzt unbedingt will. Also man setzt sich jetzt nicht hin, so wie es die Lehrer verlangen und paukt, sondern man erlebt das ja quasi mit. Und ich finde, so kann man viel schneller Sachen aufnehmen, so lernen durch spielerisch lernen, ja, so wie es immer versucht wird von irgendwelchen Pädagogen zu machen, ja, dass man Kindern irgendwas spielerisch beibringt. Und ich finde, quasi dieses nochmal Erleben im spielerischen Sinn ist viel lehrhafter. Lehrhaft? Ist das Wort lehrhaft? Es gibt nahrhaft, ne? Aber lehrhafter? Nein, wie nennt man das dann? Das ist dann viel, ja, lehrhafter? Sagt man lehrhafter dazu? Ich glaube nicht. Aber es prägt sich dann besser ein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, boah, keine Ahnung, nehmen wir es mal an, wir würden ein Spiel spielen, ja, und man ist da so ein böser Nazi. Man muss ja böser Nazi sagen, weil wenn man sagt, man ist ein Nazi, dann ist man gleich irgendwie, dann ist man gleich böse. Also man spielt jetzt, sagen wir mal, eine Leibwache von Hitler, als Beispiel mal. Und man weiß ja, dass es gab ja mehrere Attentate auf Hitler. Und wenn man dieses Spiel spielt und man würde jetzt versuchen, diese Attentate zu verhindern, dann würde man ja durchs Spielen schon wissen, boah, ich habe, keine Ahnung, 5 Missionen gemacht, wo ich Hitler beschützen musste. Und dann, wenn in Geschichte die Frage kommt, wie viele Attentate gab es auf Hitler? Ich weiß es gar nicht. Es waren auf jeden Fall eine ganze, ich glaube, 8 oder so. Da würde man schon mal sagen, warte mal, ich hatte die Mission, die Mission, die Mission. Es müssen 5 gewesen sein. Bäm, hat man die Antwort. Versteht, wie ich das meine, ne? Das ist ein Thema, worüber man sich wahrscheinlich stundenlang das Maul zerfetzen kann. Und ja. Also man kann mit Spielen ziemlich viel Schund verursachen, man kann aber auch irgendwie Wissen vermitteln, bin ich der Meinung. Und das sollte man sich zu Nutzen machen. Denn das, was ein Mensch erlebt und sieht, ist immer einprägsamer als das, was er liest, finde ich. Oder was ihm erzählt wird in einer monotonen Stimmlage, die sich niemals verändert und absolut keine Spannung vermittelt. Ja, wenn ich mich zum Beispiel an Max Payne 2 erinnert, also Max Payne ist für mich das eins der emotionalsten Spiele, das wurde richtig gut gemacht mit diesen comicartigen Erzählungen zwischen den Geschichten und mit diesem absolut depressiven Anti-Helden. Und das ist echt cool. Und da kann man sich auch an so gut wie jede Szene erinnern. Ja, oder Bulletstorm. Da hat man nur gelacht, weil coole Sprüche, zwischendurch war es auch ein bisschen traurig und dramatisch. Und das sind so Emotionen wecken. Versteht ihr? Emotionen wecken. Aber ich habe euch jetzt genug voll gelabert, das ist jetzt über eine Stunde. Ich wollte nur die Zeit rumbringen. Haha, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich habe einfach nur meinen Mund bewegt und Luft rausgedrückt aus meinem Hals und über die Stimmbänder und dann ist halt irgendwas dabei rausgekommen. Ja, nein. Ja, darüber sollte man sich echt mal Gedanken machen. Also wenn du gerade ein Lehrer bist, ja, oder angehender Lehrer, dann versuch das Konzept mal. Ich weiß, welcher Lehrer guckt sich Let's Plays an, vor allem meine. Ja, glaube ich nicht, dass das einer macht, der Lehrer ist. Ja. Ja, und in dem Sinne, lernt was, ja. Das kann man wirklich machen. Wenn man
Gut, man sollte ja für die Schule lernen, ist klar. Aber wenn man jetzt irgendein Thema hat, irgendein geschichtliches, und es gibt ein Spiel, was quasi die Information auch vermittelt, und man hat gut gelernt, ja, und dann spielt dieses Spiel, und man hat die ganze Zeit dieses, ah, ja, stimmt, jetzt verstehe ich den Zusammenhang-Erlebnis, oder, und man versteht auch, ne, es gibt ja manchmal so quasi Insider, wenn es jetzt auf wahre Begebenheiten und so, ne, und wenn ihr das schafft, dann prägt sich das bestimmt ein. Das muss ich auch mal ausprobieren. Was bei mir gibt's? Doch. Doch, gibt es. Aber ich muss nicht mehr lernen. Okay, also, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen lehrreichen Tag. Einprägsam. Lehrreich, einprägsam. Ah, da war dieses Wort, ne, was ich jetzt nicht gefunden habe. Jetzt finde ich es erst recht nicht mehr. Ah, ist ja egal. Lehrreich habe ich gesagt, oder? Ach, ist doch jetzt. Ich bin verwirrt. Und bevor ich euch noch mehr verwirre und noch mehr im Haus hin und her renne, was immer noch nicht eingerichtet ist, das sieht irgendwie aus wie bei den Sims. Ja, wenn ich die Sims spiele, dann baue ich immer ein total tolles Haus. Also ich möchte nicht sagen, dass das Haus toll ist, aber ich finde es halt schick, ne? Und ich räume es nie ein. Sondern ich habe immer dann einfach nur so, es sieht von außen schick aus und das war's. Und ich finde nie die Zeit, es einzuräumen, weil ich mir denke, oh, gleich das nächste Haus machen. Einräumen sollen die Leute, die da wohnen, so nach dem Motto. Und dabei vergesse ich immer, dass ich das Spiel ja spiele. Naja. Okay, also in dem Sinne, Minecraft Forever. Bis dann. Tschüss.